Die Gewalt in der öffentlichen Debatte oder das, was man eine öffentliche Debatte nennt, bedeutet nichts anderes als eine Hexenjagd. Und es ist doch sehr erstaunlich, denn diese Gewalt nimmt ständig zu. Das Niveau der Beleidigungen wird immer schlimmer. Und es ist sehr schwierig, diese Debatte, weil wir in Frankreich eine Hysterie haben, die nur sehr schwer zu verstehen ist. Ich habe ja lange Zeit in Frankreich eine goldene Regel, eine Selbstverpflichtung, eine presseethische gekannt, wo man sagte, okay, direkt nach dem Tode einer Persönlichkeit spricht man nicht schlimm über sie. Aber das hat man dann aufgegeben, zum ersten Mal im Jahre 2005, als Guillaume d'Estaing starb. Der Hass, der ihm gegenübergebracht wurde, brach am Tag nach seinem Tode in den Zeitungen schon aus. Das gleiche Phänomen hat sich in diesem Jahr mit dem Tode Maurice Dantec wiederholt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei mir noch schlimmer werden wird. Es gibt viele Leute in Frankreich, die wirklich sehr, sehr froh wären, die meinen Tod sozusagen schon erwarten. Und ich werde so lange wie möglich am Leben bleiben, um auch dem Niedergang der französischen Presse beizuwohnen. Das ist aber schwierig, denn die Presse wird in Frankreich vom französischen Staat finanziert. Wohl eine der am wenigsten gerechtfertigten, eine der skandalösesten Finanzpraktiken überhaupt. Die Zeitungen haben sehr viele Leser verloren in den vergangenen Jahren, sodass ich durchaus eine Hoffnung hege. Alle Linksmedien, alle französischen Medien befinden sich augenblicklich in einer schwierigen Lage, weil sie Leser verlieren. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Linke in Frankreich im Begriff ist, zu sterben. Der Prozess, der schon vor langem begonnen hat, hat sich beschleunigt mit der Machtübernahme François Hollandes. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Linke so aggressiv und so boshaft geworden ist. Das ist ein Phänomen, das wir aus der Tierwelt kennen, die in eine Falle gegangen sind, die verletzt sind und kurz davor zu sterben. Die werden sehr, sehr gefährlich. Und das passiert mit der französischen Linken zurzeit. Es gibt ein seltsames Zusammentreffen mit dem Erscheinen meiner Bücher und den Fakten, die passieren in dieser Welt. Mein Buch Unterwerfung ist erschienen am Tage der Attentate auf Charlie Hebdo und den koscheren Supermarkt. Ich hatte der New York Times auf Platform ein Interview gegeben, und der Journalist sagte damals, ich würde übertreiben mit der Gefahr des Islamismus. Dieses Interview erschien am 11. September 2001 in der New York Times. Und alle Dinge passieren in meinem Leben, als gäbe es einen Gott oder ein grausames Schicksal, das immer einen Zusammenhang herstellt mit meinen Werken und den Fakten. Das macht aus mir eine sehr interessante Romangestalt, aber nicht so sehr einen Propheten. Was habe ich denn genau vorhergesagt? Zum einen, in mehreren meiner Werke habe ich den Transhumanismus angekündigt. Das beginnt jetzt langsam, ganz langsam. Und es ist möglich, dass diese Bewegung sich auch noch beschleunigt. Aber jetzt steht sie erst an ihrem Anfang. Dann stimmt es auch, dass ich in dem Buch Unterwerfung die Machtübernahme durch einen gemäßigten Islamismus vorhergesagt habe und dass Europa auf seine Werte verzichten würde. Im Moment kann man wirklich nicht sagen, dass man in Europa einen gemäßigten Islamismus beobachten könnte. In dieser Hinsicht war ich also ein sehr, sehr schlechter Prophet. Obwohl, es gibt ja schon Zeichen. Zum einen, und das entspricht auch meinem Buch, eine gewisse Flexibilität in Europa, aber vor allen Dingen in Frankreich, dass man eben Konzessionen macht, wenn die Monarchien, die Golfmonarchien finanzieren. Das ist offensichtlich eine französische Haltung der Kollaboration mit diesen Regimen. Dann stimmt es auch, dass in vielen Quartieren in Frankreich
In den meisten französischen Städten die jungen Mädchen sich heute nicht mehr sexy, nicht mehr provokant anziehen. Ich erinnere mich ja an die Jahre meiner Jugend und im Vergleich dazu sind die Mädchen heute viel weniger erregend angezogen. Ich weiß nicht, ob das eine schlechte Sache ist oder nicht, da habe ich eine sehr ambige Einstellung zu und die Leser meiner Bücher werden das auch durchaus sehen, dass ich da ganz radikal anders denke. Um zusammenzufassen, kann man sagen, dass ich vielleicht ein mittelfristig guter Prophet bin, aber meine Vorhersagen langfristig sind nicht so gut.